vom Tai Chi. Wir enden mit der Nummer 7 in der Abwehrstellung. Dann lassen wir die Hände fallen, ziehen den Fuß heran, lassen die Hände hinten durchschwingen und die rechte Hand formt das Tigermaul. Der linke Fuß geht schmal vor, die rechte Hand nimmt einen Angriff auf, die linke schützt das Knie. Gewicht 70% vorne, schmaler Stand, Abwehrstellung. Wir ziehen zurück, linke Hand geht in den Rücken, linker Fuß dreht parallel. Gewicht verlagert auf den linken Fuß, rechte Hand schwebt weiter, fällt, streift am Knie vorbei, Bogenschritt vorwärts. Jetzt sind wir wieder in der Stellung 6, nur auf der anderen Seite, schieben. Bogenschritt und Hüfte öffnen, Hüfte schließen, Schutzhaltung. Übersetzen, ganz parallel stehen, Bogenschritt und wieder die Nummer 6 als Ende der Nummer 8, schieben.